Ich bin, was ich bin, und was ich bin, ist ungewöhnlich. Komm, schau mich nur an, akzeptier dann mich ganz persönlich. Es hat keinen Sinn, wenn man nicht sagt, ich bin, was ich bin. Tag mit der Stadtgarde Colonia Ahoy unterwegs. Oder besser gesagt, Pinger de Britz mit den schärfsten Schenkeln von Köln. Hinter mir seht ihr schon diesen großen Doppeldeckerbus, der gerade parat gemacht wird. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was heute so passiert. Ich stehe jetzt mit Dieter Hellemann, Präsident und Kapitän quasi von dem ganzen Haufen, der hinter uns steht. Wo geht's hin? Wir fahren jetzt als erstes zu den Altkatholiken auf die Rotstraße, eine ganz kleine Fahrsitzung, etwas ganz Besonderes, weil wir da tatsächlich im Gottesraum sozusagen im Fahrsaal selber auftreten und ja, was Besonderes, weil es letztes Jahr die einzige Sitzung war, die wir wirklich, wo wir auftreten konnten, die das nicht abgesagt haben, die gesagt haben, ja, wir machen das, wir schaffen die Corona-Regeln einzuhalten, kommt bitte, und das haben wir sehr gefeiert und deswegen freuen wir uns heute ganz besonders, dass wir unter regulären Veranstaltungsbedingungen heute zu denen fahren können. Super, wir freuen uns auch, dann gib mal Kommando. Einsteigen bitte! Wir sind die Stadtgarde Colonia, Ahoi, Ahoi, Alarm, und wo jetzt los ist, da sind wir dabei. Ahoi, Ahoi, Alarm. Wir machen uns von andere freut, da ist ne klare Fall. Wir singen jen, wir feiern jen, im Kölsche Karneval. Schauen wir mal, wo die Tänzer geblieben sind, weil da muss ich ja hin, mich noch aufwärmen. Komm. Total. Hast du heute angerufen oder? Ja, heute Morgen. So, also, wir müssen ja unser Mariechen heute mit hier einbauen. Und Spagat. Dann wollen wir ja einmal das Fastelovenstück gerne zusammen tanzen, auf jeden Fall. Und wenn wir das, wenn ihr euch das zutraut, wenn du dir das zutraust, dann auch den Pendel. Kannst auch strahlen. Das hieß ja. ihr wisst, was die Jungs meinen, wenn wir mal zurück. Vor 3 Wochen war das, glaube ich. Genau. Schauen, da war ich nämlich bei der Tanzprobe bei der Stadtgarde. Und was da passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie lange habt ihr für die Spagatreihe geprobt? Ah ja, die ist ja eigentlich immer Teil des Tanzes, aber für die jetzt, ja, so ein Jahr. Ja. Braucht das schon, oder? Mit alles ja, so auf jeden Fall. Ne? Bis du gedehnt bist, bis du den Schwung in den Takt raus hast, ist schon halt immer wichtig. Ne? Jetzt haben wir uns gerade erst aufgewärmt, wir schwitzen schon. Ja, schwitzen ist gut. Also in Paillette würde ich auch schwitzen. Ich trage aber nur Paillette. Du trägst nur Paillette? Ja, das ist das Problem. Ach so. Also ich würde das jetzt auch anziehen, aber... Was machen wir jetzt? Jetzt würde ich sagen, wir machen ein paar Schrittchen, ne? Okay. Choreo. Ja, oder genau. Choreo. Ja, ja, genau. Auf geht's. Super. Fastelovin, Fastelovin, so nennt man das hier für Kinderinnen und Schüler. 1, 2, 3, 4! Fastelovin, Fastelovin, ob Fastelovin ist oder auch mit. Jungs, ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich würde sagen, wenn sie mal mit uns auf die Bühne geht, dann machst du genau die Stelle mit uns. Yes. Ja. Das
wirklich richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2 Minuten habe ich meinen allerersten Auftritt als Hospitantin der Stadtgarde Kolonie Ahoi. Drück mir die Daumen. Wenn ich tanz, dann tanz ich nur mit dir. Für dich bin ich Tanzoffizier. Und wenn du willst, dann komm ich mit zu dir. Hallo Lefjecke, hier ist der Duppes vom Land. Ich wünsche euch eine wunderbare Session, auf kurz oder quer. Und ich darf sagen, die Stadtgarde Colonia ist eine ganz besondere, bunte Facette des Kölschen Fastelovens. Ihr macht den Karneval bunt, ihr macht ihn interessant. Wobei ich als Redner immer froh und dankbar bin, wenn wir uns sehen auf einer Damensitzung, wenn ihr hinter mir im Programm seid. Ne? Weil sonst kann ich direkt mit ausmarschieren. Ihr reißt die Hütten immer so wunderbar ab und ihr bereichert den Karneval. Macht so weiter und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Fast erlauben wir zusammen, euer Duppes. Ich mache hier mal Platz, ne? Okay. Ja, aber wir wissen, dass es klar ist. Sammelt ihr denn diese Kronkorken hier? Ah, das ist tatsächlich so eine Challenge, die wir mit unserem zweiten, mit dem kleinen Bus gemacht haben. Es geht darum, wer am Ende die Box mehrfach oder am meisten geleert hat. Und am Ende steckt da auch echt noch ein guter Zweck hinter, weil diese Kronkorken, die geben wir nachher ab. Die werden weiterverarbeitet, das Metall. Okay. Und davon werden dann Impfungen finanziert. Das heißt quasi trinken für den guten Zweck. Trinken für den guten Zweck. Mein Reden, ja? Mein Reden. Genau. Aber es ist bestimmt nicht der einzige gute Zweck, den ihr irgendwie unterstützt, oder? Nein, gestern zum Beispiel hatten wir im Bus Schnörrestag. Das heißt, jeder Mann hat einen Oberlippenbart oder Schnäuzer getragen. Ja. Und pro Schnäuzer wurden 5 € ans Kölsche Hetz gespendet. Und ja, so machen wir uns Freude und tun zur Zeit gleich auch noch was Gutes. Ja. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Ich bin eigentlich der Schiffskoch, aber über Corona sind die Nähte meiner Uniform morsch geworden. Und da hast du dir jetzt was. Und dann habe ich mir gedacht, zeitlos schick. Die Farben gehen immer. Kann man auch eine schwarze Jeans drunter und dann einfach zu einer Gala. Und du kümmerst dich hier um den Haufen? Ich kümmere mich um den Haufen gemeinsam mit 2 Smoothies. Es gibt belegte Brötchen, Erbsensuppe, Hot Dogs. Manchmal bauen wir im Bus auch einen Schwenkgrill auf, je nachdem, was die wollen. Gibt es auch Süßigkeiten? Süßigkeiten gibt es und für die Tänzer erst nach den Auftritten. Ja. Ganz laut durchs Mikrofon rief in den Saal. Das ist ja mal gut vor dem Auto. Bist du jetzt hier schon? Seit 2011. 2011 schon und immer als Smutsche? Nee, erst die ersten Jahre in der Crew und bitteschön, wir sind doch hier gerade im Gespräch. Hallo. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ob du immer schon Smutsche warst? Nee, dann oder? Erst ein paar Jahre später, aber seitdem mache ich das voller Freude und mit viel Liebe, wie man sieht. Und was wäre dann so das nächste Ziel? Danach ist erstmal Schluss mit der Karriere. Kann man nicht mehr aufschneiden hier? Das ist aber schade. Vielleicht willst du noch Präsident werden. Das kann natürlich sein, ne? Vielleicht. Mit dem jetzigen sind wir ja nicht so ganz zufrieden. Nee. Ja, Olli. Irgendwas ist ja immer, ne? Ich will noch mal, es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Tag. Ist ruhig, du bist so dünn, du kannst kräftig Rohkost. Fürs nächste Mal nehme ich noch Dip mit, damit du mal ein bisschen in eine Spur kommst hier. Ne? Frau Schmitz, Schlabberlätzchen, kannst du dir auch übers Gesicht hängen, damit die anderen das. Marita, wenn ich jetzt sage Stadtgarde, was fällt dir zur Stadtgarde? Großes Herz, liebe sie alle.
Das ist die tollste Truppe für mich überhaupt, weil die haben, jetzt kommen wieder die Tränen. Ich finde die so großartig. Ich liebe sie über alles. Wir singen auch zusammen, wir haben einige Lieder zusammen gemacht. Und wenn die kommen, das ist wie nach Hause kommen. Das ist so schön. Jungs, macht weiter. Wenn ihr den Film jetzt seht, ihr wisst, ich bin stolz auf euch. Das kann doch einen Flamer nicht erschüttern. Wofür steht die Stadt gerade? Also tatsächlich sind 90% unserer Mitglieder queer, beziehungsweise aus der aktiven Crew. Und wir stehen für Offenheit, Toleranz und für eine bunte, diverse Gesellschaft. Und bei uns kann tatsächlich jeder mitmachen, egal ob Männlein, Weiblein oder divers. Wir freuen uns, wenn die Leute zu uns kommen und Spaß am Karneval und am Forstelovend haben. Das ist uns total wichtig, dass bei uns wirklich jeder mitmachen kann, egal welcher Fasson, und dass es auch nicht unbedingt auf den Geldbügel ankommt. Wir finden für alles Lösungen. Hauptsache, die Leute sind mit Spaß und Freude dabei und dafür stehen wir. Und was habt ihr jetzt noch so für dieses Jahr geplant? Ihr macht ja auch viele Dinge außerhalb von Forstelovend. Genau, also unser Kalender ist eigentlich voll. Wir haben fast jedes Wochenende was vor. Also neben regelmäßigen Stammtischen gibt es ein Sommerfest, gibt es eine Maiwanderung, gibt es ein Workshop-Wochenende, wo wir mit den Neuen hinfahren. Und so kommen wir eigentlich immer ganz gut übers Jahr und finden eigentlich immer irgendeinen Grund zu feiern oder miteinander gemeinsam schöne Zeit zu verbringen. Luxusreiner, den es gibt. Wir fahren mit der Stadtgarde Colonia Ahoi! Wir sind die Stadtgarde Colonia Ahoi! Ahoi Alarm! Und wo ihr los ist, da sind wir dabei. Ahoi! Ahoi Alarm! Wir machen klare Fall. Wir singen jen, wir feiern jen, den kölschen Karneval. Ahoi, 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 Alarm! Wir sind die Stadtgarde Colonia. Ahoi, ahoi, Alarm! Und wo ihr los ist, da sind wir dabei. Ahoi, ahoi, Alarm! Wir machen uns von anderen Freud, das ist der klare Fall. Wir singen jen, wir feiern jen, den kölschen Karneval. Ahoi, ahoi, ahoi! Ein sensationeller Verein, megamäßig organisiert, ganz liebe Jungs. Und Mädels natürlich. Ich freue mich vor allen Dingen auf Deck ob Deck und hoffe, dass ihr mich am Leben lasst. Muah.
Und ja, wir haben hier in Köln das Motto auf kurz oder quer. Und ihr habt schon gesehen, dass heute etwas anders war. Wir bedanken uns bei den Flehe, Funke, Marieschen, der Katja, dass die heute den Spaß mitgemacht haben. Katja, kommt nach vorn. Vielen Dank. Das ist was zu laufen und so muss man sehen. Dankeschön. Fliegende Funke, Mariechen, Katja, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Auf kurz oder quer, wir sind gut, wir sind quer. Ich weiß nicht, was besser zu unserem Auftritt gepasst hätte als du. Schön, dass du heute dabei warst und uns diese Freude gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Ich habe wirklich ganz, ganz schöne, wunderbare Momente, Gänsehautmomente erlebt. Und ja, auf ein baldiges Wiedersehen, würde ich sagen. Immer wieder willkommen, liebe Katja. Und ja, komm gut durch die Session und tschüss. Hab ganz viel Spaß. Köller Alarv! Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst, Gefühle, die du niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall, Regenbogenfahnen. Komm, komm, lass die Welt strahlen in Regenbogenfarben.
Dreh dich um. Nein, Teddy, das ist keine Perücke, da darfst du dich dran ziehen. Das ist eine Perücke. Animier ihn nicht. Ich spiele die Luftgitarre und wir singen. Und wir singen.